sein Kampfstil war langweilig und sein. Hast du mal sein. Also, egal, der kommt mit einem Baseballschläger rein, pocht dich um und geht wieder. Oh, da ist ein neuer Brennpunkt-Hörerwunsch. Und sein Name ist John Cena! Liebe Hallo. Leute, herzlich willkommen zu eigentlich dem Brennpunkt-Hörerwunsch überhaupt, ja. Der Hörerwunsch to end all Hörerwunschs. Wir hatten halt echt nur so Quatschthemen wie Veganismus und Atomenergie oder welche. Angst vorm Tod und. Mangusten, Langusten, alles Quatsch, ja. Jetzt kommen wir zum ersten Hörerwunsch mit einem wirklich relevanten Thema für die Weltbevölkerung. Wir kommen zum Ernst des Lebens, könnte man sagen. Ein Thema, was das Volk spaltet in Wrestling-Fans und riesige Vollidioten. Manchmal wortwörtlich, wenn Leute auf den Kopf fallen. Das stimmt. Wir kommen auch darauf zu sprechen, auf Gefahren dieses Themas. Und zwar, ihr habt es schon gelesen wahrscheinlich, und zwar geht es heute um Wrestling. Der liebe David hat sich dieses Thema gewünscht. Oh. Danke, das ist wirklich sehr lieb von dir, dass du dir so ein geiles Thema wünschst. David ist jetzt mein BFF auf jeden Fall für dieses Thema. Vielen Dank dafür, Alblali. Und er hat sich gewünscht, so ein bisschen den Zeitraum 2007 bis 2011 ungefähr. Und aber. Aber wir gehen darauf nur teilweise ein. Weil wir dich hassen. Nee, wir sprechen auch darüber. Ich habe mir das Roster angeschaut aus der Zeit. Aber es geht auch um Wrestling allgemein, um was ist das eigentlich, wen finden wir geil, was für Themes gibt es, wer ist gestorben und so, wer ist nicht gestorben. Da weiß ich auch ein paar. Also das Ding ist, meine Wrestling-Hochzeit war vor, vielleicht ist es wirklich mittlerweile 20 Jahre. Es kommt sogar echt hin. Da habe ich wirklich viel Wrestling geguckt, damals Premiere noch, ja, das war, elitäre Leute hatten Premiere damals. Hatten wir auch tatsächlich. Und da habe ich viel Wrestling gesehen, viel Wrestling gespielt, am N64 vor allem. Und viel Wrestling nachgespielt mit meinem Kumpel, der um die Ecke gewohnt hat. Und da ist bisweilen auch mal was passiert. Ja, wir hatten auch so auf unserem Schulhof so eine Gang von 6 Leuten, die auf dem Schulhof Wrestling gemacht haben. Auch so mit Kopfschere und so. Das Funny war, das waren auch 2 Faschos dabei. Oh. Es gab so 2, die waren auch so richtig bekannt als so rassistische Leute mit auch richtig Klatze, Bomberjacke und Springerstiefeln, die echt so aussahen. Und der eine, der war ganz klein. Der war riesiger Fan von Rey Mysterio, der ja Mexikaner ist. Und der war trotzdem Fascho, der Typ. Also unglaublich. Ich habe gerade parallel dazu rausgeschaut, was ich für ein Spiel gespielt habe. WCW da konnte man leider nicht solche Dorffaschos verprügeln, aber Frauen. WCW NWO Revenge hieß das Spiel für N64. Das habe ich rauf und runter gespielt. Das war der Wahnsinn. Das kam 98 raus. Ich hatte den Konkurrenten 7, dazu. Alter. Ich hatte das WWE-Spiel auf N64. Noch ganz furchtbare Grafik, aber richtig geiles Spiel. Ich habe das Spiel auch immer noch. Es funktioniert auch immer noch. Es gibt es hier für 25 Euro in gebraucht. Das heißt, ich habe da oben einen richtigen Schatz. Ja. Wir können doch einfach mal einen Livestream machen, wo wir Wrestling-Spiele spielen. Und kämpfen gegeneinander in verschiedenen Disziplinen. Das können wir durchaus machen. Das Problem ist nur, weil wenn ich sowas jetzt spiele, das kann ich halt, glaube ich, nicht ordentlich abgreifen auf dem PC. Also wenn, dann müssen wir uns Capture-Card oder so. Genau, oder halt abfilmen, was ein bisschen ranzig ist. Aber das könnte man theoretisch mal machen. Vor allem hier, weil man Frauen verprügeln kann. Also das Ding ist, ja, das ist natürlich heutzutage ganz normal, Frauen zu verprügeln. Ja, natürlich, ja. Aber es geht nicht darum, dass da weibliche Wrestlerinnen sind. Die gab es da nämlich nicht. Es gab nur manche Wrestler, wie zum Beispiel Randy Savage, die haben Frauen mitgebracht an die Seite des Rings. Ah, Managerinnen, ja. Naja, oder Freundinnen oder sowas, aber ja. Und die konnte man verprügeln und die haben sich nicht gewehrt. Das war wie das Geile. Wie es nicht gehört, wa? Und dann konntest du die außen an den Ring, also die hat ja so 4 Stützpfeiler außen, wo die Gummis dran fest sind. Die Ringpfosten. Die Ringpfosten, ja. Ach, du jetzt wieder mit deinen Fachtermini. Dafür bin ich ja hier. Und da konnte man die so mit am Arm festhalten und da so davor schleudern. Und dann hat es so einen Klong gegeben, wenn die mit dem Kopf vor dir. Das war, Alter, mein 10-jähriges Ich hat diese Frauen gequält. Das ist unfassbar gewesen. In den Spielen war es auch so, man konnte früher auch Mann gegen Frau machen als Kampf. Das wurde dann wieder rausgenommen, weil wohl die Sponsoren von Wrestling das nicht wollen. Deswegen wurde es auch im Real-Life-Wrestling, aber WWE, auch dann verboten, dass Frauen gegen Männer kämpfen. Ach, das gibt's bis heute nicht? Es wurde vereinzelt aufgehoben für so echt starke Frauen, die irgendwie so Nia Jax und so, die durften noch gegen Männer antreten, oder Shayna, die inzwischen auch verstorben ist.
Aber sonst ist es halt, darf man das nicht machen. Und es gibt Mixed Tag Team Matches, also Mann und Frau gegen Mann und Frau. Wenn die aber abklatschen, muss das gegnerische Team auch wechseln. Das ist ein bisschen so. Aber es ist eigentlich im Wrestling, auf der ganzen Welt, im Indie-Wrestling so üblich, dass Frauen gegen Männer kämpfen. Also es ist ja echt häufig so, eigentlich. Also die WWE hat da große Sponsoren wie Mattel und so, und die wollen halt nicht, dass Männer gegen Frauen Das hätte ich kämpfen. eigentlich nicht gedacht, dass das heute so noch ist. Ich guck mal kurz, was sagst du? Roster, Rooster, Roster. Das Roster, genau. Ob ich da was finde. Weil an diesen Leuten könnte ich mich dann gut langhangeln, weil die kenne ich dann immer. Also kurz für Menschen, die das gar nicht kennen, Wrestling ist halt eine Art Showkampf, ne? Also es sind halt zwei Personen oder mehrere Personen im Ring und die führen einen Kampf vor, der geplant ist. Also es ist geplant, wer gewinnt im Regelfall, also eigentlich immer, außer es gibt mal einen Wrestler, der irgendwie Probleme hat und der macht dann einfach sein eigenes Ja, Ding. oder ich bestimme das Spiel, dann ist geplant, dass nur die Frauen verprügelt werden. Oder du bist wie Robin und bist frauenfeindlich und nein und greifst Frauen an. Nein, aber prinzipiell ist es halt so, es ist halt wie ein Drehbuch, ne? Es ist halt wie eine Serie und eine Sitcom oder wie eine Serie geschrieben. Ist wie Der macht Theater. Deswegen wie gefällt dir das auch Live-Theater. so. Wie Live-Theater, der vor Publikum mit Musik und mit Geschichten rundherum, die gesponnen werden. Es wurden schon um Vaterschaftsrechte gekämpft und so. Um Frauen Hä? wurde gekämpft. Also wer gewinnt, darf das Sohn, Alter, darf das Kind haben. Das Sorgerecht quasi. Das gab es damals zwischen Rey Mysterio und Eddie Guerrero. Und es war offensichtlich der Sohn von Rey Mysterio. Das hat man angesehen, das war auch so, aber nein. In der Storyline war es, Eddie Guerrero ist der echte Vater. Und jetzt machen sie ein Leitermatch, wo quasi über dem Ring ein Koffer hing mit den Unterlagen für die Adoption Aber war das Kind wenigstens auch so Dominic. 5 und stand dann am Ring Er war und 8 oder so und stand am Ring daneben. So ganz geil. tragisch dahergeschaut. Oh, er ist jetzt mein Vater, was mache ich jetzt? Da gab es dann auch das T-Shirt von Eddie Guerrero drauf, stand I'm your Puppy und so. Was ich auch übrigens hatte als das T-Shirt, habe ich immer noch zu Hause. Und dann war, glaube ich, weiß ich gar nicht, wie es ausging, aber heutzutage ist dieser junge Dominic Profi-Wrestler und bei der WWE und richtig, richtig beliebt auch und gut im Ring. Also ihr seht schon, Leute, da können Game of Thrones und The Last of Us auf jeden Fall einpacken. Bei diesen Storylines, da Ja, bleibt kein Auge trocken. es gibt auch gute Storylines. Ja, ich glaube, wir haben wirklich komplett andere Ansätze. Du hypst das übelst hart wegen diesen Storylines. Es Und ich geht. fand damals halt eher die Akrobatik geil. So. Deswegen, du sagst ja auch, mit Rey Mysterio fandst du so mit am besten oder bis heute noch Der wahrscheinlich. ist super, aber es ist nicht mein Favorite. Aber er war schon Ja. richtig cool. Der war jetzt sehr klein, hatte so Lucha-Gimmick gehabt, ne, mit Maske getragen, war halt sehr windig und ist rumgeflogen durch den Ring. Ja, der konnte halt echt geilen Scheiß machen, hat immer Rückwärtssaltos gemacht und so ein Shit. Das habe ich gefeiert. Er hat mich auch immer so ein bisschen an den Robin aus Batman und Robin erinnert. Da wo, ich glaube, das ist der Batman, wo Batman Nippel hat. Ich bin mir nicht sicher. George Clooney. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler da heißt, aber an den hat er mich immer erinnert. Vielleicht ist er das sogar. Der Rey Mysterio hat ja auch öfter gecosplayt. Also hat auch manchmal so ein Joker-Gimmick gehabt, also so Joker-Masken gehabt oder sonst was. Das kann schon sein, dass er mal in die Richtung gegangen ist. Das muss ich kurz mal recherchieren. Aber ja, ihr könnt ja auch gerne uns mal sagen, ob ihr irgendwelchen Bezug zum Wrestling habt oder eher nicht. Wie ist es bei euch? Seid ihr damals als Kinder begeistert gewesen oder auch heute noch? Weil bei mir ist halt irgendwas gestorben und dann hatte ich kein Interesse mehr, weißt du? Irgendwie ist die Faszination so ein bisschen weg. Naja, ich hatte so eine Phase, wo ich dann aufgehört habe. Ich glaube, ich habe angefangen mit so 6 Jahren ungefähr mit meinem älteren Bruder und seinen Freunden. Die hatten auf Premiere immer War geguckt und so in die Pay-Per-Views nachts. Dann bin ich wach geblieben und habe dann aktiv geschaut und gespielt, bis ich so in der 7., 8. Klasse war. Dann hatte ich so 3, 4 Jahre so gar nicht mehr geschaut. Und dann haben meine kleinen Brüder mich mal wieder eingeladen zum Wrestling gucken und Aha. dann war ich wieder voll drin. Und die waren Also mit wie alt? meine Brüder waren Guck mal schuld. hier. Chris O'Donnell als Robin, der hat mich an Rey Mysterio erinnert. Ich weiß nicht, Ja, ob die kommt sich hin. ähnlich sehen oder ob das mein Kindheitsdumm war. Ich glaube, mein erstes Match, was ich geschaut habe, also ich habe manchmal nachts heimlich geschaut, so auch WCW, Sting gegen Scorpio oder wie der hieß. Und dann, als ich aktiv geschaut hatte, war so das erste Shawn Michaels gegen Scorpio. Triple H, die ja erst jahrzehntelang irgendwie Tag Team waren, die Generation X, also die degenerierten X. Aber ganz kurz, ist das WWE gewesen? Das war Oder bei ist es? WWE dann. Also Weil das war für mich immer richtig unsexy. Auch in der Zeit, als Wrestling cool fand. Diese ganzen Triple H, auch The Rock gab es, glaube ich, damals schon. Und Undertaker, die fand ich alle richtig uncool. Ich kann nicht erklären, warum. Vielleicht war das einfach nur so eine Rivalität, weil ich habe halt, wie gesagt, WCW, World Championship Wrestling oder Man muss sowas. sagen, es gibt ja verschiedene Anbieter, ne, verschiedene Ja. Ligen und die größte jahrzehntelang war halt die WWE.
Und manchmal kamen auch so Konkurrenzligen auf, wie WCW, ECW, dann gab es TNA, jetzt gibt es AEW. Aber die konnten nie so richtig der WWE den Rang ablaufen, ne? Die sind immer noch so Nummer 1. Ja, aber ich fand die halt so, keine Ahnung, vielleicht. Also ich fand das immer, das muss ich jetzt mal grundsätzlich sagen, ja. Ich fand das immer richtig albern, wenn da Wrestler kommen und die einfach nur so eine Dreiecks-Schlüppi-Hose anhaben, ja. Und dann sind die coole Wrestler. Also, aber es hat schon den Sinn, ne? Also es ist ja auch so, dass man dann irgendwie nicht so gut greifbar ist an der Ja, na klar, Gürtelhose oder so oder an den Haaren. aber das ist halt nicht cool, weißt du? Ich bin aufgewachsen mit Sting, der da im schwarzen Mantel ankommt, mit übelst geil geschminktem Gesicht und einen Baseballschläger dabei hat. Das ist geil Aber das gewesen. Ding war immer so für mich so ein Abklatsch von The Crow. Und Ja, das war ja das hat Absicht. mir halt nicht so gut gefallen, war mir halt ein Abklatsch. Obwohl ich diese Gimmicks voll mag, diese dunklen, düsteren Typen mit Masken auf und so. Aber es ist ja gerade die Kunst, nur mit einem schwarzen Schlüpper bekleidet, eine Persona zu haben. Und das war zum Beispiel Steve Austin oder auch Ja, den zum Beispiel auch, fand ich alles immer weg. So. oder auch The Rock. Das waren Leute, die hatten nur Schlüpper an, hatten so viel Personality, die brauchten keine Masken und keine Gesichtsbemalungen und so. Die konnten einfach so funktionieren. Und Ja, Triple H auch guck so mal, einer. Triple H google ich jetzt. Der sieht 1:1 aus wie Goldberg, ja. Nein, nee. Genau so sah der auch immer aus. Und das ist halt einfach langweilig. Ja, klar, ich verstehe, was du meinst, wenn du es trotzdem schaffst, irgendwie krass Persönlichkeit zu haben. Aber ey, wenn ich da als kleiner Mann zugucke, da will ich krasse Superhelden sehen und nicht irgendwelche Leute, die da im Schlüpper sich aneinander reiben. Ja, es gibt auch eben diese verschiedenen Typen, ne? Einmal gibt es diese bodenständigen Wrestler mit Schlüpper an, die einfach so mit ihrer Personalität irgendwie punkten. Dann gibt es aber auch das Gegenteil, wie Undertaker, ja? Der hat einen Untoten gespielt, so ein, wie kann man sagen, Totengräber mit langen Haaren und Bart und hat immer so böse geguckt und hat eben seine Gegner nach dem Match in Sarg befördert so und hat dann so gesagt, Rest in Peace. War auch geil für mich. Oder sein Bruder Kane, der halt dann der Teufel war, ne? So roter Ganzkörperanzug, rote Maske, hat immer Feuer hervorgeschworen. Die mag ich auch am meisten. Aber eben auch The Rock, der einfach mit seinen Ansagen, die er gemacht hat, der war ja richtig frech. So, hat er wirklich Was für ein der Frechdachs. hat echt die Leute vorgeführt, so. Da war dann im Ring mit seinem irgendeinem Typen so und The Rock meinte so, wie ist echt deine Meinung zu Undertaker? Als er gerade Luft holte, sagte dann The Rock, It doesn't matter what you think about the Undertaker und so. Das war schon cool. Und die Okay. Catchphrases, die sie immer hatten, das ist auch faszinierend. Oder gerade dann. Und Ich Goldberg muss. war eh scheiße. Nee, der hat immer einen Spear-Tackle gemacht. Aber was für einen schlechten Spear, es sah immer so unecht bei ihm aus. Und er hat auch nie lange Matches geben können, weil er immer so schnell aus der Puste war. Aber der war immer so eine Legende, dass dann alle ausgerastet, wenn der kam. Und der hatte, ich weiß es nicht mehr, was es war, aber der hatte so einen epischen Intro-Song. So ein Ja, doch, ich weiß. ganz langsam, glaube ich, irgendwie, der sich so Da aufbaut. kamen immer so Funken von der Seite, so, was ihn so ein bisschen angefeuert hatte und. Aber der hatte auch ein Schlüppi. Aber mir ist gerade eingefallen, Ja? dass ich eine Sache noch schlimmer fand. Nämlich zum Beispiel The Giant hatte damals so Andre the ein. Giant, ja. Nee, ich glaube, das ist ein anderer. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es gab einen anderen, weil den du sagst, den hatte ich mal gegoogelt, der sah anders aus. Andre the Giant war ein großer Franzose mit riesigen Nee. Händen und Pranken und der ist halt gestorben recht Nee, früh. nee, nee, das ist der nicht. Es gab einfach einen. Nee, ach, kein Fall. Nee, das ist der Meinst du nicht. Gonzales? Der hieß einfach nur The Giant in dem Spiel. Okay, Und. WCW war jetzt nicht ganz mein Ding. Kann sein, dass ich ihn gar nicht Hier. kenne. Ah, The Big Show. Der wurde zu The Big Show später. Okay. Als WCW dann aufgekauft worden ist von der WWE, ist er gewechselt auch zur WWE natürlich und wurde dann von The Giant zu The Big Show. Okay, aber jetzt guck dir doch mal an, was der da anhat. Der hat halt ein Bikini an. Naja, ist ein halben, aber das haben nicht viele gemacht. Das war auch so ein Ding. Ja, das Ja. ist. Warum, Alter? Das Weil ist es nicht cool cool. aussah, Nee, doch. das ist doch nicht Gerade bei cool. ihm. Es ist halt traditionelles Wrestling-Gear, ne? Also sie sagen ja alle, das kommt aus diesem Ring, ne? Aus diesem Profi-Ring raus. Da sehen die alle so aus wie The Big Show mit diesem komischen Bikini oder Mankini. Mankini, Alter. Kommt, Borat kommt an, weißt du? Ja, Oh, das Gimmick cool. ist ja dann irgendwie, sie kommen aus dem richtigen Wrestling und so, deswegen haben die noch diesen Anzug an, so. Das kann man schon irgendwie herleiten. Na gut. Und Big Show, der ist auch gewechselt. Der war so ein Typ zum Beispiel, der ständig ein guter und ein böser war, ne? Es gibt ja auch bei Wrestling diese Rollenbilder von Heel und Face, also Heels sind die Bösen und Face Okay. sind die Guten. Und Big Show gehört zu den Leuten, die am meisten geturnt sind. Geturnt sind, Alter, diese Das sind Fachbegriffe. Fachbegriffe, ja. Und er ist halt ständig geturnt von Face zu Heel und das war immer so unglaubwürdig, weil einmal war er für ein halbes Jahr lang guter, wurde aber dann von seinem Chef gezwungen, jemanden zu verprügeln.
So. Nein. Und er fing an zu weinen danach. Und ich dachte, Alter, du hast schon millionenfach Leute hintergangen und was hier. Du bist ein Profi-Wrestler, jemanden zu schlagen ist auch kein großes Ding. Wieso heulst du jetzt auf einmal? Oh, ich bin doch ein Guter eigentlich. Du warst letzten 20 Jahre tausendmal ein Böser. Also ganz stringent. Stringenz darfst du bei Wrestling nicht erwarten. Also auch Geschichten machen manchmal dann in der Retro-Perspektive keinen Sinn mehr. Es sterben Leute oder die haben schwere Unfälle und kommen nach einer Woche wieder und so. Also Stringenz darfst du da nicht erwarten. Das ist ein eigenes Universum. Hart, dass der gestorben ist, das war irgendwie ein Plothole. Ja, der hat es durchgezogen. Der hat es durchgezogen. Wollen wir das erst kurz ansprechen mit Owen Hart? Ja, gleich. Ich wollte ganz kurz, weil ich habe gerade noch gesehen, es gab noch so ein anderes Spiel, was danach kam. Und da wurde das, ist nicht das. Oh, okay. Ich habe es noch nicht gefunden, aber da wurde das aufgegriffen, dass ganz oft Backstage-Dinge passiert sind. Also da konntest du dann richtig weit aus dem Ring raus, hinter die Bühne, draußen auf dem Parkplatz selbst konntest du dich verprügeln, weil das gab es ja auch irgendwie. Welche Konsole war das? Auch noch N64. Ach so. Das war so ein bisschen dann wahrscheinlich 2000 rum oder so. Mhm. Und das fand ich immer witzig, wenn es nicht im Ring geht, sondern wenn so der Beef nach außen getragen wurde und dann, weißt du, ist einer in der Umkleidekabine, auf einmal kriegt er einen Fernseher über den Schädel. Das ist großartig. Das sind die sogenannten entweder Hardcore- oder False Count Anywhere Matches, wo du überall das Match beenden kannst. Weil eigentlich musst du ja im Ring deinen Gegner pinnen, ne, also auf den Boden drücken und dann musst du 30 Sekunden lang die Schultern unten haben. Das geht aber auch nur im Ring. Außerhalb wirst du ausgezählt. Aber es gibt eben auch besondere Matches wie Hardcore oder False Count Anywhere. Da kannst du halt überall kämpfen und der Referee folgt dir halt, ne? Und da kannst du auch in der Umkleidekabine, auf der Straße, Madison Square Garden, gab's alles schon, jemanden besiegen und gewinnen. Und das wurde auch in den WWE-Spielen aufgegriffen. Du konntest bei SmackDown 2 und den nachfolgenden Spielen so eine krasse, fast Open World, nicht Open World, aber ganz viele krasse Gegenden erkunden. So auf Madison Square Garden kämpfen, in der U-Bahn kämpfen. Das war schon richtig cool. Und von irgendeinem Hochhaus springen, unrealistisch, aber das ging halt, ne? So ein Elbow Drop vom Hochhaus. Ja, es gab diese Cage-Matches. Da war ja der Käfig war ja auch irgendwie 5, 6 Meter hoch oder so. Genau, es gibt ein Cage-Match, wo das Ziel ist, rauszukommen aus dem Käfig. Oder Hell in a Cell, wo das Dach zu ist und du nicht rauskommen sollst eigentlich. Aber eigentlich kommen die immer raus, machen dann auf dem Käfigdach noch weiter und so. Ja. Ja, wie gesagt, das geht dann halt wieder in diese absurde, akrobatische und krasse Richtung, die finde ich dann geil. Oder wenn man, die schmeißen sich auch permanent in Tische rein, da habe ich auch mal irgendwas gesehen, wo einer quasi der Eingang, wo die alle rauskommen, also so tribünemäßig, da hochgeklettert ist und aus 5 Metern Höhe irgendwie jemanden auf so einen Tisch gewamst hat. Ja, das hat Shane McMahon oft gemacht oder Jeff Hardy, die haben echt so ihr Leben riskiert, waren auch so oft verletzt deswegen. Aber das ist halt geil. Also das feiere ich halt. Ich und du auch. Sagst auch, guck mal, der tut so, als wäre der ein Geist und sagt Buh und dann fällt der um. Ich finde das witzig. Ich bin ein riesen Fan von diesen funny, unrealistischen Momenten. Ja. Bestes Beispiel ist The Fiend, ja. Bray Wyatt, mein Lieblingswrestler, den ich auch als Pappfigur zu Hause habe. Mhm. Der kam halt vor 3-4 Jahren auf und war quasi unbesiegbar, ne? Wie eine Figur aus dem Albtraum irgendwie. Und er war overpowered und war fast unbesiegbar. Und das mag ich voll gerne. Oder wenn irgendwie jemand eine Socke aus seinem Schuh rausgeholt hat, hat es dann über seine Hand gezogen, es war dann so ein Kobra. Dann hat die Kobra quasi dann auf die Brust des Gegners gebissen. Ja. Dann ist der Gegner dann so umgefallen, so jetzt wäre er paralysiert. Das finde ich halt großartig. Und ich finde es richtig cool, dass manchmal Wrestling auch so comichaft sein darf. Ja. Es gibt einmal so diese realistischen Fälle, ne, wo die dann echt so um ihre Ehre kämpfen und das ist alles so realistisch. Dann eben aber auch Superhelden, die reingeflogen kommen und weiß ich nicht. Oder Kane, der irgendwie sich das Bein bricht, ins Krankenhaus kommt und nach 5 Sekunden wieder aufsteht, so und sagt, ich habe mich wieder regeneriert mit den Kräften der Hölle und so. Ist schon witzig. Ja, also ich finde das auch cool, dass es das gibt und dass die großen Jungs sich da so austoben können, aber es ist auf jeden Fall nicht Frauen. Das, was mich da jetzt so... Ja, ich habe halt jetzt Jungs gesagt, weil das halt so ein typisches Ding eigentlich ist, wir sind die coolen Atzen und krass das und stimmt. Stark und so und dann wird halt so eine Albernheit gemacht. Sehr, sehr nice. Ich finde es auch immer geil, wenn das Publikum damit abgeht und so. Das ist alles cool. Ja? Ja. Wenn die irgendwie schreien, als könnten sie das Match mit beeinflussen oder so und einer hält den irgendwie im Chokehold, ja, und alle so im Publikum, oh nein, was wird passieren, wow, das ist schon cool, der Vibe ist geil, also wenn man einfach sagt, Wrestling ist fake, das ist ja dumm, das ist ein bisschen das sehr ist kurz, das ist kurz, da fällt alles fast das Mikrofon umgeschmissen. Nee, das ist kurz gedacht, weil ich höre ganz oft von Leuten, warum guckst du Wrestling, das ist dumm, das ist alles nur alles gefaked und gestellt, wo ich sage, Alter, du guckst auch Game of Thrones, denkst, das ist echt oder was? Das ist einfach nur geskriptete Unterhaltung und ist auch egal, ob ich jetzt irgendwie
Drachen fliegen sehe oder ob ich jetzt Männer sehe, die sich halt bekämpfen im Ring, so vor Live-Publikum. Ja, und das Ding ist ja, dass bei Wrestling quasi man sieht nicht die Schauspieler, sondern nur die Stuntmen so. Das ist halt auch das Geile. Also bei Game of Thrones ist halt nie jemand in Gefahr. Ja. Und hier schmeißen sie sich irgendwelche Käfige runter. Das ist schon nicht ohne. Das ist eben die Kunst. Ne? Das sind ja irgendwie Schauspielerinnen, das sind Stuntleute, die müssen am Mikrofon gut sprechen können, die müssen halt akrobatisch sein, stark sein und so weiter. Das ist schon krass. Und gerade noch bevor es das Internet so krass gab mit Social Media, haben die auch ihre Rollen auch gespielt bis ins Privatleben fast. Ne? Mhm. Undertaker, ja, Hulk Hogan. Undertaker war da ganz krass, der war ja dieser Untote, ne? Und er ist in der Öffentlichkeit nur aufgetreten mit seinem, mit schwarzen Klamotten, hat Leute nur so mit dieser tiefen Stimme angesprochen, so lass mich in Ruhe, hat keine Fotos gegeben und so weiter. So ein Edgelord. Und hat seine Rolle nie gebrochen. Und das ist halt krass, ist heute schwerer möglich, da findet man die Wrestler auch auf Tinder und so, oder die haben bei Instagram noch so ein Disclaimer von wegen, hier ist Privatperson XY und nicht die WWE-Persona. Ja, wie bei Dieter Bohlen, weißt du, der bei DSDS immer der Assi ist, der die bösen Sprüche aber macht. Privat dann, vor der... Hallo, hier ist Dieters Tagesshow. Hallo, na, das ist aber ein schöner Tag heute. Genau, genau das Gleiche ist es eigentlich. Unangenehm. Wollen wir über Owen Hart sprechen? Ja, der ist tot. Ja, so, weiter geht's, nächstes Thema. Nee, war das der sich abgeseilt hat auch von oben? Ne? Das war das, oder? Das war echt sehr tragisch. Also, es sterben echt selten Menschen bei Wrestling. Gerade bei der großen WWE. Zu selten für meinen Kopf. Viel zu selten. Gerade bei der WWE ist ja sehr viel schon auch sehr abgesichert und man prüft alles dreimal, ob's ungefährlich ist. Und 1999 gab's halt die Situation, dass Owen Hart als Gimmick The Blue Blazer, das war eben so ein Superheld, ne? Mhm. Der kam immer rein zum Ring, dass er sich von der Ringdecke halt abseilen lassen so und kam halt immer so reingeflogen. Mhm. Er hatte Höhenangst, wollte es eigentlich gar nicht machen. Aber ist überredet worden und meinte, okay, für die Fans mag ich es halt, ne? Und es ist ihm passiert, ironischerweise bei dem Pay-Per-View Over the Edge, hieß das, hat er eine Sicherung gelöst aus Versehen und ist über diese Sicherung drüber getreten und ist dann zum Ring runtergefallen, im freien Fall und mit dem Kopf ist auf der Ringecke gelandet und ist dann im Ring verstorben. Live im Fernsehen. Es wurde nicht gezeigt, es war da gerade eine Rückblende irgendwie, was halt davor geschehen ist. Und du hörst trotzdem so ein bisschen, wie alle Leute so, wow, machen. Und auch der Kommentator dann irgendwie so auf einmal aufhört zu reden und auf einmal so richtig Panik ausbricht. Und sie haben dann das kurz unterbrochen, haben dann nur auf die Kommentatoren gezeigt, irgendwie, ja, es ist gerade irgendwas schiefgelaufen und es ist nicht Teil einer Storyline. Was eine krasse Äußerung war, weil bis zu dem Zeitpunkt hat die WWE nicht zugegeben, so richtig, dass es alles gefaked ist. Die haben damit so ein bisschen gespielt, dass es alles echt wäre. Und da fiel so fast zum ersten Mal so, es ist keine Storyline gerade, wir haben gerade hier, das ist gerade was schiefgelaufen. Einer unserer Superstars fiel gerade von der Hallendecke runter und so. Wir haben aktives von der Hallendecke fliegen. Und sie haben sich dann dazu entschieden, das in der Halle nicht zu verkünden, was jetzt passiert. Also sie wussten, dass er gestorben ist, der Wrestler, im Ring noch und so. Aber haben die Show weitergeführt und haben es in der Halle nicht erzählt. Und nur im Fernsehen haben sie dann über Kommentar gesagt, wir haben gerade die Nachricht bekommen, Owen Hart ist gerade verstorben, so auf dem Weg ins Krankenhaus. Und aber wir wollen die Show weiterführen, er hätte es so gewollt und echt tragisch. Er hätte es so gewollt. Ja, ist immer so ein Spruch. Er hätte das gewollt, dass unsere Umsätze heute nicht einbrechen. Ja, also viele haben das auch kritisiert, aber manche haben auch gesagt, dass sie es verstehen. Dass sie, also gerade Wrestler, die gesagt haben, sie hätten es auch so gewollt, dass wenn sie sterben, dass es halt weitergeht, die Show irgendwie für die Fans. Sie haben auch Geld bezahlt dafür. Aber ich kann auch nachvollziehen, gerade die Familie war stocksauer auf die WWE zu dem Zeitpunkt, weil sie haben gedacht, Alter, da ist gerade mein Ehemann gestorben und der Vater unserer Kinder und ihr macht euer Programm weiter, als wäre nichts gewesen. Das war schon, also kann man nachvollziehen, den Gedanken. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute im Publikum im ersten Moment auch erstmal alle gedacht haben, das gehört jetzt dazu, dass ja, genau. So ein Fleischsack einfach runterfällt. Und es gab es auch schon ein paar Mal, dass es irgendwie Verletzungen gab im Ring und so und das kann man irgendwie alles überspielen. Also es gibt so von den Referees aus dieses Signal, dass sie dieses Kreuz machen mit den beiden Armen in eine Kamera rein und da wissen die Backstage, da ist gerade echt was passiert, ist gerade keine Storyline, wir haben gerade irgendwie eine Verletzung oder so. Das sind dann so kleine Sachen, wo man weiß, okay, da kann man davon ausgehen, den X machen, ist es gerade echt. Aber auch damit spielen die inzwischen. Seitdem es rauskam, dass es dieses X gibt, machen die manchmal auch das X einfach nur aus Storyline-Gründen. Also es ist schon krass, wie tief dieser Eisberg geht, dieser WWE-Eisberg, was man jetzt gerade so Neusprech sagt, bei Reddit. Es ist interessant.
Wo wir gerade von diesen ich Leuten reden. Monologisieren, tut mir voll leid. Nee, alles gut. Wo wir gerade aber davon reden, von Leuten, die in dieser Zeit gelebt oder gestorben sind. da kann ich jetzt mal ein paar Leute durchgehen, die ich hier mich erinnere aus dem Spiel. Aus dem Spiel, ja. Weil dann können wir ja weiter zu der eigentlichen Zeit, die sich gewünscht wurde, 2007 bis 2011, weil da bin ich dann ein bisschen raus. Aber ich habe hier noch gefunden, eine Beschreibung zu dem Spiel, also so ein Selling Point. Pumping 4-Player-Action with Rumble-Pack-Support for thudding realism. Ja, da geil, vibriert ja der Controller, Alter. Es ist, als würdest du selber vom Ring stürzen. Ist so. Bash at the Beach, Advanced Game Engine. Das ist halt auch so geil, weil das immer schlecht altert, wenn man sowas sagt. Mhm. Improved Character AI. Battle Royale fand ich aber geil, muss ich sagen. Wenn du da halt rausfliegst, kommst du als neue Person wieder rein. Naja, also das heißt eigentlich Royal Rumble, also war die Erfindung von der WWE. Das mussten die aber umbenennen bei WCW, weil die gerichtet an dem Begriff nicht hatten. Das ist eine Matchart, nur kurz zur Erklärung, da starten zwei Menschen im Ring und alle 90 Sekunden kommt jemand Neues rein und du musst es schaffen, im Ring drin zu bleiben. Und es kommen bis zu 30 Menschen rein und du musst halt übrig bleiben und dich nicht über das Ringseil schmeißen lassen. Ja. Der gewinnt, bei WWE zumindest, darf dann beim großen Main Event WrestleMania um den Hauptchampion kämpfen. So, wir haben hier 50 bis 60 Wrestler, aber ich glaube 10 davon waren irgendwie ausgedacht oder so. Roddy Piper, ich glaube, der ist später noch irgendwie Schauspieler geworden. Große Legende, so. Der hatte so ein Gimmick von so einem schottischen Typen, ne? So ja. Genau. Diamond Dallas Page, der hat auf jeden Fall immer eine Frau dabei, die habe ich verprügelt. DDP war, fand ich immer sehr langweilig und so, aber war auch lustig. Der hat immer gemacht, oh yeah, glaube ich, war das der? Der hat auf jeden Fall immer so einen Diamanten gezeigt. Genau, so. Genau. Ich kenne mich aus. Der hat auch eine Zeit lang einen Stalker gespielt, war sein Gimmick. Mir fällt gerade ein, die Leute konnten auch alle im Gesicht bluten, wenn man so zum Beispiel, man konnte aus dem Publikum so Baseballschläger nehmen oder einen Baseballschläger mit so einer Kette drumherum gewickelt. Oh, krass, und dann konntest du auch die Frauen blutig schlagen, das war geil. Oder auch mit einem Stuhl. Und ich glaube auch, es gab bei WWE Match, also Spiele, da konnten nur Männer, aber nicht Frauen bluten, ironischerweise. Okay. Also ich glaube, diese Stühle sind damals nur für Wrestling hergestellt worden. Ich diese hässlichen auch. Klappstühle, die hatten einen Verschleiß. Das ist ein Klassiker. Goldberg, hatten wir Bret Hart. Goldberg, muss ich noch mal was dazu sagen. Sag mal. Also, der war echt limitiert im Ring. Also wenn du so ein bisschen so ein Wrestling-Kenner bist und weißt, was alles möglich ist als Wrestler, was du alles machen kannst, war er schon sehr, sehr schwach. Und es gab den Konkurrenten von ihm, William Regal, ein britischer Wrestler, der mochte ihn nicht. Aber die hatten ein Match zusammen und die Absprache war, Match kurz halten, weil Goldberg kann nicht lange kämpfen. Der hat erstens wenige Moves, die er drauf hat und zweitens ist er sehr schnell am Ende so. Ja, das war halt so ein Primitivling, aber es kann auch mal cool sein. Und William Regal hat dann das Match absichtlich überzogen einfach, hat es einfach nicht beenden lassen, ihn das Match, wo er verlieren sollte, einfach um ihn zu ärgern, das war großartig. Das sich anzugucken, echt Premium. Goldberg zu sehen, wie er dann doch nicht mehr so geil wirkt. Der ist cool, lass den. So, Bret Hart ist der Bruder von Owen Hart. Genau, Bret Hart kommt aus der Hart-Dynastie. Also ist eine Großfamilie. Eine weitreichende Geschichte. Doch, die haben sämtliche Wrestler in der Familie. Ne? Also von Owen Hart, Bret Hart. Dann gab es noch jetzt Bret Hart. Wie hieß der? Pack, jetzt habe ich den Namen vergessen. Knight Hart und Natalia Hart und so. Also eine riesige Familie. Okay, Chris Benoit sagt mir nichts. Darf man nicht sagen, den Namen. Ach so, der war gecancelt. Was hat denn der gemacht? Ich dachte, der hätte sich nur mit dem Wrestling irgendwie nicht einig oder so. Nee, oh Gott, nein, der war richtig gut, der war ein richtig geiler Wrestler und so sehr sympathisch und im Ring einiges drauf gehabt, aber der ist eines Tages nicht erschienen bei der WWE. Nein! Und der Grund war, er hat einfach mal seine Frau und sein Kind ermordet. Ach so. Und sich selbst. Also hat erst seine Familie ermordet, ging nochmal einkaufen. Er gab es noch ein Selfie mit dem Fan, was er gepostet hatte, der Fan. Und danach hat er sich selbst umgebracht, nach dem Selfie zu Hause. Also echt düstere Geschichte. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingscharakter in dem Spiel. Das ist ja witzig. Er hat auch einen echt geilen Song. Kennst du von Fuck in Urlaub dieses Okay? Klar. Und dasselbe Riff hatte Chris Benoit als Intro. Weißt du, wann das war, wann der die Leute umgebracht hat? 2008 war das. Na, 10 Jahre vorher hier. Rick Steiner, Fit Finlay, das waren irgendwie Fit die zwei Finlay. Fitte. Ja, Fette, nicht Fitte. Fit Finlay kam aus Irland, glaube ich, und der hat übrigens eine krasse Geschichte gehabt. Der wurde mal gefragt von Fans, ob Wrestling echt sei oder ob es fake sei. Und es hat ihn so genervt, dass er gesagt hat, pass mal auf, mein Kumpel, so, ich nehme jetzt mal kurz dein Daumen, ne? Und wir tun mal so, als würde ich dir wehtun und du versuchst es einfach mal zu verkaufen, als hättest du jetzt echte Schmerzen. Und der Typ, klar, macht das.
Aber Finlay hat den echt übelst den Daumen nach hinten gebogen, hat echt geschrien vor Schmerzen. Mhm. Und die Freunde haben alle gelacht, ja, kann das voll gut verkaufen. Und Finlay hat ihm den Daumen gebrochen. Einfach weil er Bock drauf hatte. Und das, also was für ein krasser Typ, ey. Nun gut, Bugatti. Geiler Typ. Ja, der war schon cool. Der war ja so ein bisschen wie Wesley Snipes, kam der mir immer rüber, so als kleiner Wanz. Da dachte ich, Alter, guck mal, der jagt nicht nur Vampire, sondern macht so ein. Der hatte immer so einen krassen Kick. So, dann ist er so hochgesprungen. Scissors-Kick, ja. Ja, und dann so ins Gesicht. Geiler Typ. Der ist erst vor wenigen Tagen retired offiziell. Er hatte nochmal einen Royal Rumble-Auftritt, einen kurzen. Und hat jetzt gesagt, das war's, ich habe jetzt gemerkt, irgendwie, ich bin jetzt schon Mitte 50 oder Ende 50 und ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so agil wie früher, jetzt höre ich auf. Und der ist übelst geil, ich liebe ihn. Er hat mal das N-Wort getroppt bei Wrestling. Und dachte, aber der war schwarz. Er ist schwarz, genau. Aber er dachte trotzdem, dass er gefeuert wird. Okay. Und es ist ihm einfach rausgerutscht. Ne? Und dann siehst du diese Promo, I'm gonna take you down, hm? Und er tritt sie von der Kamera weg, weil er wusste, ich habe voll verkackt so. Aber ist nichts passiert. Ja. So Saturn, keine Ahnung, sagt mir Paris, nichts. Paris Saturn, ja, aber der ist schon gestorben, glaube ich. Okay. Disco Inferno, den habe ich auf jeden Fall auch im Fernsehen gesehen. Der hat dann immer so rumgedanced. Den kenne ich gar nicht tatsächlich. Jim Neidhart, British Bulldog. Genau, Jim Neidhart ist von Bret Hart, Verwandter. Aber warum, okay. British Bulldog ist auch schon gestorben. Glacier, Mang, Van Hammer, das sagt mir. Also ich weiß, wie die im Spiel aussehen, aber ich habe die halt nie. Larry Zbysko. Doch, Larry Zbysko habe ich schon mal gesehen. Ja, aber der sah halt auch, das war komplett nichts sagen. Barbarian sah wenigstens irgendwie so ein bisschen cool aus. La Parka, also den fand ich cool. Mhm. Der hatte so einen Ganzkörper-Skelettanzug an. Ach, der ist ein Klassiker, das den stimmt. Den fand ich geil. Stevie Ray, weiß ich nicht genau. Ich glaube, Chris Jericho, der war, glaube ich, auch so ein großes Ding, oder? Der war später in der WWE sehr, sehr groß und mega sympathisch, hat immer richtig geile Rollen gespielt und so. Der hatte immer so eine Liste, ne? Und wenn Leute ihn verärgert haben, hat er immer gesagt, you just made the list! Als wäre es irgendwas Schlimmes. Wie der Weihnachtsmann, so eine Hassliste zu sein. Und ich war Fan von ihm, bis er offenbarte, dass er Trump-Supporter ist. Oh. Eddie Guerrero, sagt mir was. Der ist gestorben, einen Tag nach meinem Geburtstag damals. Oh. Das war richtig sad, der war auch eine richtige Legende. Psychosis, Ahnung. Ja. Rey Mysterio hatten wir. Junior, Dean Malenko weiß ich auch, der sah auch total random aus. Der war super, der war richtig gut im Ring. Okay. Juventud Guerrera wahrscheinlich verwandt. Kenne ich gar nicht. Ultimo Dragon. Ja, der war auch so ein Luchador, ein bisschen wie Rey Mysterio, nur mit so einer Drachenmaske quasi. Mhm. Chavo Guerrero Junior. Ist der, weiß nicht, Neffe oder so von Eddie Guerrero. Okay. Und der ist ja auch Mexikaner. Und hat aber eine Zeit lang Weißen gespielt. So richtig so einen weißen Reichen mit blonden Haaren. White-facing. So. Quasi, also war echt funny. Alex Wright, keine Ahnung. Der ist, glaube ich, sogar ein Deutscher oder so. Okay. Oder zumindest Europäer. So, und jetzt kommen nämlich noch ein paar NWO-Leute, weil das war damals der Beef so. Die New World Order will das quasi übernehmen. Und da waren die richtig coolen Leute. Da haben wir Hollywood Hulk Hogan natürlich. Das ist speziell, weil Hulk Hogan war jahrzehntelang das Babyface von Wrestling. Er war der beliebteste und war immer, Kinder, trinkt eure Milch, esst euer Gemüse, seid stark und so. Dann hat er einen Heel-Turn gehabt, war immer richtig böse. War dann der NWO-Anführer. Aber ich würde sagen, nach The Rock wahrscheinlich der bekannteste Wrestler aller Zeiten. Kann man sagen. Ich würde sagen so, The Rock, Hulk Hogan, Undertaker, John Cena, Steve Austin, sind so die fünf großen Bekannten. Ja, aber ich glaube halt, Hulk Hogan hat ja halt auch so MTV-Reality-Show und sowas. Und auch Hollywood-Filme. Genau, und ich glaube halt, dass die Undertaker und so, die kennt man auf jeden Fall auch und die sind bekannt. Aber außerhalb von Wrestling, glaube ich, sind die nicht so... Ja, als Memes, glaube ich, kennt man die recht gut. Ein bisschen, ja. Und wenn Leute Wrestling nicht kennen, kennen sie aber doch meistens Undertaker. Trotzdem. Hm. So, Giant hatten wir schon. Brian Adams, der macht Musik. Ja, stimmt. So, Scott Hall. Auch furchtbar langweilig. Das mag sein, aber pass auf, wo ist er denn? Wo steht er denn? Scott Hall und Kevin Nash zusammen. Die fand ich immer richtig cool. Ja, immer zu zweit. Hatten beide nicht viel Traum, aber Scott Hall, der war so, ich glaube, es war eher so dumm. Also echt, der war kein schlauer Typ. Der hat so dumme Promos gehalten, auch so mathematisch irgendwie. Es gibt nur 33% Chance, mich zu besiegen und so. Und okay. Also jetzt echt so Klassiker von ihm. Scott Hall hat mich immer erinnert an den Typen mit der Steinschleuder bei Mystic Knights. Der war ja auch so ein bisschen dümmlich. Ja, stimmt. Und der von Mystic Knights, der Scott Hall hatte ja auch mal so ein, ist das Scott Hall? Ich vertausche dich, glaube ich, gerade. Ich muss kurz googeln. Nee, Scott Hall war ein anderer. Okay. Sorry, vertauscht. Scott Steiner? Scott Steiner meine ich. Scott Steiner, sorry. Ah, das war, glaube ich, auch so ein dickerer irgendwie. Nee, war auch nicht. Nicht? Nee. Okay. Dann haben wir noch Scott Norton. Vielleicht meinst du auch den. Nee, kenne ich Buff nicht. Buff Bagwell, keine Ahnung, Eric Bischoff. Eric Bischoff? So ein ganz kleiner, dünner. Na, der war ja eigentlich der Chef der vom WCW. Der war quasi Vince McMahon. Ach, der war das. Ja, der hatte auch eine Frau mit dabei. Der kam immer in so einer komischen Jeansjacke an.
und hatte eine Frau mit dabei, deswegen habe ich den. Und der ist mal als Karate-Typ aufgetreten. Mhm. Kurt Henning, keine Ahnung. So, und jetzt kommen nämlich die richtig coolen Leute. Jetzt kommt nämlich NWO Red. Da ist nämlich Kevin Nash, ja. Sting, Lex Luger, Macho Man Randy Savage, Conan, keine Ahnung, wer das ist. Randy Savage hat auch ein Rap-Album aufgenommen, also richtig lustig. Ja, der war auch immer richtig wild und hatte eine Frau dabei. Aber das mache ich gleich drauf. Okay. Ja. Ja, Kevin Nash fand ich irgendwie immer cool. Ich weiß nicht, der hatte so ganz lange Haare. Ich weiß nicht, was The Flock jetzt noch ist mit Raven, Lodi, Rick, Sickboy, Reese, Kidman. Ja, Raven war auch richtig gut tatsächlich, ja. Ja, der ist auch auf dem Cover drauf von dem Spiel. Und dann kommen die ganz komischen EWF, Akiman, THQ-Man, der ist halt vom Entwickler eine ausgedachte Person. Shogun oder Shogun, keine Ahnung, Executioner, Dr. Frank, Jekyll, Maya, Inkaboy. Das waren so ganz weirde Leute, Alter. Mhm. Also Dr. Frank war halt, ich weiß nicht, ob die jetzt auch ausgedacht sind. Der war halt einfach ein Frankenstein, der hatte hier auch so... Ach doch, es gab einen, der kam immer so zum Ringen. Doch. Der hatte hier so Schrauben an der Seite. Mhm. Maya, Inkaboy sah auch irgendwie komisch aus. Executioner hatte halt auch so eine Maske auf. Hawk Hanna, Kimchi, Daken, Rakowski, Mingchi, Hanzo, Mann. Managers. Ah, hier, genau. Jimmy Hart, auch noch einer von den Harts, der hatte immer so ein Megafon dabei. Der war super. Vincent, aber ich glaube, die konnte man alle nicht spielen, die jetzt hier stehen. Ja, NPC. Ja, Dusty Rhodes ist noch eine große Nummer. Der war auch, auch so eine die Rhodes-Familie, wo ganz viele Wrestler geworden sind. Hm. Auch schon verstorben, leider, Dusty Rhodes. Why wasn't Ric Flair or X-Pac in this game? Ja, Ric Flair war ja auch so ein ganz großes Ding, ne? Woo, hat er immer gemacht. Ric Flair auch irgendwie einer von diesen Leuten, die seit 40 Jahren aussehen, als wären sie 70. Ja. So wie, immer Leslie noch, Nielsen irgendwie. Der immer noch wrestelt, obwohl er echt schon über 60 ist. Und ganz kurz, Scott Steiner hat so eine Promo gemacht, wo er erklären wollte, in dem Dreierkampf, wie hoch die Chancen sind zu gewinnen. Ich will es nur mal anspielen. See, normally if you go one-on-one with another wrestler, you got a 50-50 chance of winning. But I'm a genetic freak, and I'm not normal. So you got a 25% at best at beating me. And then you add Kurt Angle to the mix, your chances of winning drastically go down. See, the three-way at sacrifice, you got a 33 1/3 chance of winning. But I got a 66 2/3 chance of winning because Kurt Angle knows he can't beat me and he's not even going to try. So Samoa Joe, you take your 33 1/3 chance minus my 25% chance and you got an 8 1/3 chance of winning at sacrifice. Ja, so eine Art. Ja. Das ist halt großartig. Ja, ist doch geil. Das ist vor allem richtig geil gemacht. Das war jetzt hier alles halt so aufgeschrieben, wie Mad-Eye damals die Videos von meinen Mathe-Momenten gemacht hat. Der hat sich im Kopf und Kragen geredet, Scott Steiner, also echt großartig. Alter, Ric Flair mit 73 Jahren. Immer noch im Ring gewesen und so awkward das Match gewesen, weil er echt nichts mehr drauf hat, aber naja, die Menschen wollen ihn sehen, weil er ist auch populär und lustig und so, aber er sollte aufhören. Ja, geil. Guck mal, so sah der in seiner Blüte aus. Aha. Wir können auch ganz kurz drauf eingehen auf die Frauen im Wrestling. Ja! Wie hast du die denn immer so erlebt? Naja, blutig und in der Ecke liegend. Nee, aber ich glaube, als ich Wrestling im Fernsehen gesehen habe, da ist mir keine Frau hängen geblieben, dass da überhaupt eine zu sehen war. Vielleicht gab es das bei WCW auch gar nicht. Oder ich habe das nicht geguckt, keine Ahnung. Mhm. Ja, die hatten halt anfangs eine echt schwierige Rolle. Ne? Das waren immer eher so die mit riesigen Brüsten, halb nackt. Und die waren eher so das Pausenprogramm. Wenn du mal pullern gehen musst, dann haben die halt Frauen vorgeschickt in Bikini-Matches, die sich ausziehen mussten und irgendwelche Schlammschlachten machen. Und da waren so die Sidekicks von den richtigen Wrestlern, ne? Und da gab es auch, die hießen dann aber nicht Superstars, die hießen dann Divas, WWE Divas. Stimmt, das sagt mir was. Und waren auch Divas Champions. Mhm. Hatten auch nicht viel drauf, weil die auch mit Stöckeschuhen zum Ring kamen teilweise. Also richtig awkward. Der Versuch, irgendwie Frauen reinzubringen, aber trotzdem nur für die Männer, halt in sexy. Und es hat sich angefangen zu drehen in der Zeit, in der wir sprechen sollen über die Wrestling-Ära. So 2000, weiß ich nicht, was kann man denn sagen, 2008, 10 so, fing es an, dass Wrestling für Frauen auch richtig relevant wurde und auch richtig gute Wrestlerinnen hervorkamen, wie Trish Stratus, Lita und so. Alles noch nie gehört. Und die haben die Wrestling-Szene echt irgendwie so groß gemacht, dass auch Frauen sich getraut haben, mehr zu leisten. Und inzwischen sind Frauen echt da angekommen, mit den Männern fast gleichwertig. Auch Frauen haben inzwischen die Hauptmatches am Ende des Abends, haben eigenen Royal Rumble, eigenes Elimination Chamber Match und so. Also sie haben ganz eigene Specials. Und es gab sogar einen eigenen Frauen-Pay-Per-View, also eine eigene Veranstaltung mit Frauen-Wrestlerinnen. Also aus einer sexistischen Sicht hätte ich mich eigentlich... Also... Moment.
Aus der sexistischen Sicht hätte ich gedacht, normalerweise müssten Frauenmatches viel früher schon gewünscht worden sein, weil wenn da so ein adrenalingeladenes, maskulines Publikum sich anheizt und wenn dann da plötzlich zwei halbnackte Frauen sich da im Ring betteln, das muss ja eigentlich gut ankommen. Ja, aber es war ja auch nur das eben. Es war ein Match am Abend oder vielleicht zwei und die haben halt einfach halbnackt rumgetanzt und haben ein Tanzbattle gemacht oder sich im Schlamm gewälzt und so ein halbgares Match da abgeliefert, einfach damit halt ein paar Typen sich herunterholen können, weiß ich nicht. Oder Bilder haben für ihre Fantasien, aber mehr war das halt früher. Ich meine nur, also aus dieser Sicht wundert mich halt, dass das so spät wirklich groß geworden ist. Ja, aber jetzt, wo Frauenwrestling auch größer ist, ist es gar nicht so sexy, ne, jetzt auf den ersten Blick. Die Frauen haben halt trotzdem richtig viel Gear auch an, ist nicht mehr halbnackt, die meisten haben auch Ganzkörperanzüge an manchmal und so. Und da ist echt das Wrestling im Vordergrund und die Geschichten und so, das Technische und gar nicht mehr so, ich muss sexy sein. Das finde ich halt voll schön. Ja, aber Goldberg musste sexy sein in seinem Schlübi. Er wusste nicht, es war sein Wunsch, das zu machen. No. Er hätte ja auch sich wie Sting irgendwie einen Mantel anziehen können und so. Und keine Ahnung, hat er nicht gemacht. Also Sting ist schon der coolste Wrestler. Nicht der akrobatischste und interessanteste, aber das ist schon... Ich spreche echt dagegen. Also auch sein Kampfstil war langweilig und sein... Egal, der kommt mit einem Baseballschläger rein, pocht dich um und geht wieder. Das ist darf geil. Er ja nicht mal im richtigen Match. Das ist ja verboten mit irgendwelchen Gegenständen. Aber kennst du auch seinen Film? Falls ihr den nicht kennt und googelt, nicht der alte Sting. Das ist peinlich. Nicht, ja, mit seinen kurzen blonden Haaren, das ist ganz fürchterlich. Der mit langen braunen Haaren. Der schwarzhaarige oder dunkel gefärbt mit dem Mantel. Das ist der Shit. Er ist einer von denen, der durch Wrestling auch, also hat eine Verletzung erlitten, musste dann aufhören, so aktiv zu wresteln. Was auch oft vorkommt, das ist ein Wrestler, gibt es so eine Liste von, die während eines Kampfes sich verletzt haben, dass sie nicht mehr kämpfen können. Generell findest du einfach Leute uncool, die sich so das Gesicht anmalen, so mit so weißer Schminke. Ja, lang finde ich, echt ätzend. Ja. Richtig schwul sowas. Das kann ich gar nicht leiden. Guck doch mal, der fliegt ja richtig, ist geil. Aber es gibt eben auch im Wrestling diese Finishing Moves, ne? Ein Match, mit dem Wrestler ihre Matches beenden, die halt richtig krass sein sollen. Und Sting hat halt diesen Stinger Splash. Und der ist so lächerlich schwach und sieht so schwach aus. Das nimmt ja keiner ab, dass es halt ein Finisher ist. Aber dadurch ist mir jetzt wieder eingefallen, warum Kevin Nash so cool fand. Der hat nämlich immer die Powerbomb gemacht. Ja, und der ist auch sehr groß. Ja. Da fallen die auch sehr, sehr tief. Fällt einfach aus 3 Meter Höhe, wenn der dich hochhebt. Gefühlt, ja. Muss ich mir jetzt mal kurz... Und er hat sich da immer so feiern lassen, Alter. Das fand ich eigentlich ein bisschen dumm, aber dadurch war es auch wieder cool. Der hat, weißt du, der hat... so, ey, ist jetzt Finisher, so signalisiert dem Publikum und guckt sich so um, weil der Gegner ist gerade so geschwächt und dann schiebt er den sich erstmal zwischen die Beine so kopfüber und dann steht er da aber erstmal eine Minute und hebt die Arme so hoch und das Publikum rastet aus, ja, und dann hebt er den halt so an seinem Körper, macht der Gegner quasi so eine halbe Rolle, dann sitzt der Schwanz nach vorne in Kevin Nashs Gesicht rein und dann schmeißt er den nach unten. Es ist eigentlich auf dem Papier so lächerlich, aber das Publikum ist so ausgerastet, Alter. Natürlich, es ist auch ein sehr, finde ich, homosexueller Sport. Ja. Die fassen sich ja so viel an und manchmal auch bei manchen Angriffen auch in den Sack rein oder so. Das ist schon sehr spannend. So, hier muss man jetzt mal, du kannst ja, es ist eh noch Werbung, aber wir sind jetzt so im Jahr 2007 irgendwie angekommen. Können wir gerne machen. Wir können ja mal gucken, was für Wrestler zu dem Zeitpunkt gerade sehr aktiv waren. Wahrscheinlich war das schon auch so diese Triple-H-Geschichte, oder? Und The Rock auch ganz groß. Ich sehe gerade zum Beispiel hier Bob Orton. Den sehe ich gerade hier im Roster. Und das war die Zeit, als Bob Orton, also Cowboy Bob Orton, seinen Sohn... Alter. Kennst du? Nee, ganz kurz. Ich sehe gerade ganz oben Batista, Alter. Batista, auch ein Hollywood-Schauspieler. Das ist der Dave Batista. Genau. So, weil den habe ich komplett vergessen. Den habe ich als Wrestler nicht einmal gesehen. Mhm. Aber ich mag den so, Alter. Der ist mir durch Guardians so ans Herz gewachsen. Auch wenn ich in den anderen Filmen sehe, der ist natürlich nicht der allerbeste Schauspieler, aber der macht das irgendwie so geil. Auch jetzt zuletzt bei Glass Onion habe ich ihn gesehen. Guter Mann. Der ist ein Feini. Der hat mir nicht erzählt, aber der war im Interview und hat gemeint, der hat ein neues Tattoo so mit so einem großen Gesicht drauf. Und er meinte dann so, ja, da war vorher das Gesicht meines besten Kumpels drauf. Mhm. Aber hat sich rausgestellt, dass er homophob ist. Deswegen habe ich das über tätowieren lassen, jetzt mit einem neuen Gesicht. So. Das fand ich richtig fein von ihm, den Zug. Ist ein Feini. Alter, die Powerbombs, die ich hier die ganze Zeit sehe. Der Wahnsinn. Mein Lieblingsmove ist der Stone Cold Stunner. Also wenn ihr mal googeln wollt oder YouTuben wollt, gebt mal den Stunner ein. Das ist dann von Steve Bester Austin Move. Oder was? Der tritt dir erst in den Bauch quasi, in die Magengrube, dass du halt so nach unten gehst. Mhm. Da drehst du dich quasi rum und hämmerst den
Kopf des Gegners auf deine Schulter drauf, so bam. Und ja, aber das habe ich auch schon mal irgendwo. War das von Diamond Dust? So ähnlich? Nee, der hat den Cutter, wo er den nur so nimmt und nach unten sich fallen lässt. Aber ist so ähnlich, oder? Geht in die Richtung, aber nicht ganz. Das ist eher so eine Guillotine quasi, weißt du, dass du halt sofort auf die Schulter des Gegners knallst und dir alles brichst. Im echten Leben. Ich weiß nicht, was bei Hulk Hogan der Finisher in echt war, weil im Spiel Black war Drop. Das total dumm. Ja. Der hat im Spiel so einen Move, wo irgendwie er so vor dem steht und bettelt und dann irgendwie steht er auf und gibt ihm nur so eine Ohrfeige. So ganz komisch. Ja, das war immer so irgendwie, du kannst mich jetzt schlagen, ich spüre nichts mehr und so, ah, hau mich nochmal, hau mich nochmal. Und das ist jetzt hier dein Move gewesen. Sag mal, ja, das, warte, ja. In den Bauch und zack, Stunner, übelst geil. Der geht voll ab. Ja. Jetzt gegen Vince McMahon und Stunner. Und zack, der hat nicht gut verkauft, aber geiler Move. Zack, und das Bier ausgespuckt, übelst geil. So eine Scheiße, Alter. YouTube, bitte mal Steve Austin und Stunner. Also echt geil. Kannst du dir stundenlang angucken, es wird nicht langweilig. Und The Rock hat den immer so geil verkauft, den Move. Richtig geil. Ich muss mir jetzt mal angucken, Rey Mysterio, was hatte der für ein Finisher? 619, wo der Gegner quasi an den Ringseilen so hängt und Rey Mysterio macht so einen Ruf und tritt ihn quasi dann so mit den Knien ins Gesicht. Ist ein geiler Move, ist ein geiler Move. Und der gefährlichste, den nicht viele machen dürfen, ist der Tombstone Piledriver. Ja, mit dem Kopf in den Boden, ne? Vom Undertaker, der nimmt den Gegner quasi in eine 69er-Stellung, nur dass du halt stehst. Also ihr könnt euch quasi weiter einblasen, wenn ihr wiltet. Dann lässt sich der Undertaker auf die Knie fallen und der Gegner fällt voll mit dem Kopf auf den Ringboden. Den dürfen wir nur weniger. Also der Trick dabei ist ja, dass du quasi den Kopf zwischen den Knien so hast, dass die Knie zuerst aufkommen. Genau, und der Kopf kommt eigentlich gar nicht auf. Im besten Fall. So, aber wenn du da was verkackst, ist halt der Nackenwirbel weg. Und er wurde verkackt von Owen Hart tatsächlich. Der hat Steve Austin mal im Piledriver gehabt, aber im normalen, also andersrum Piledriver, hat es eben verkackt und ist Steve Austin auf den Nacken drauf gefallen und der Nacken war gebrochen. Und so musste Steve Austin seine Karriere früher beenden. Wegen Owen Hart. Er hatte seine Strafe, hat er seine Strafe bekommen später. Gerechte Strafe. Steve Austin hat ihn dann quasi runtergeschubst, wahrscheinlich von der Ringhalle, so als Rache. Wo ich gerade hier sehe, gegen John Cena, weil den hatten wir jetzt am Anfang erwähnt. Aber der hat Worte bis jetzt noch gar nicht besprochen. Der ist ja auch ein ganz großes Tier eigentlich gewesen. Aber der war für mich auch immer komplett irrelevant, charakterlos. Also eine Außenperspektive. War er mal, nichts Spannendes. Ja. Ich habe mitgekriegt, dass das wohl ein ganz, ganz netter, sweeter Boy sein soll. Auch ein Feini, muss man sagen. Ja, ein Feini. Also fast, nicht ganz. Oder so ein Everybody's Darling-mäßig auf jeden Fall. Aber komplett uninteressant für mich. Also, es ist halt auch einfach ein Typ, der, sein Gimmick war, der hatte keinen Schlüppi an, sondern eine Jeanshose. Ne, er fing ja schon an mit einem Schlüppi damals noch, als The Prototype John Cena. Und sein Gimmick war Ruthless Aggression. Hat einfach jeden verprügelt so. Und man war so ein bisschen so steif wie ein Roboter. Und dann wurde er wohl fast gefeuert, weil er langweilig war. Oha. Und er wurde aber beobachtet im Backstage oder im Tourbus, wie er Battle-Rap gemacht hat, so Freestyle gerappt hat. Da kam dann so die Chefin und meinte, sag mal, wie kannst du die ganzen Worte merken? Er meinte halt, das war gerade Freestyle. Da meinte sie, ich habe neues Gimmick für dich. Du wirst jetzt Rapper mit Jeanshose und so. Okay. Da war er erst ein Bösewicht, so The Doctor of Dynamics und so, hat jeden so, wie heißt das hier, Battle-Rap gemacht, so gedisst, alle so Freestyle und es kam übelst gut an und ist dann zum Babyface geworden, zum beliebtesten und zum aufgebautesten Star quasi. Und ist dann gegangen, ist nur noch Teilzeit-Wrestler, macht jetzt mehr Hollywood und so. War auch im Ring sehr limitiert, aber aufgrund seiner Popularität und seines Gimmicks war er trotzdem sehr spannend. Ja, nice. Zeig mal, was du hier sonst noch hast. Schauen, ob ich da überhaupt noch jemanden kenne. Hier ist Big Show zum Beispiel. Ja? Das soll der sein, ja. Der hat sich die Haare abgeschnitten, meinst du? Mhm. Und Kalito. Kennst du Kalito? Nee. Sein Gimmick war, er kam mit einem Apfel zum Ring. hat abgebissen. Gekaut, das sind Leute ins Gesicht gespuckt, so. Okay. I've been in the face of people who don't want to be cool. Geiler Typ. Okay. Oder auch heiß, ich finde ihn auch übelst heiß damals. Festus, den wirst du lieben. Fötus. Kennst du Festus? Nee. Der war behindert quasi, sein Gimmick. Witzig. Der kam so zum Ring, so mit. Aber ist der auch wirklich behindert? Nee. Kam mit so perfekt. Mit einem offenen Mund rein, so ein Sabband. Ja. Und wurde von seinem besten Freund, seinem Betreuer zum Ring gebracht, so. Das Gimmick war, wenn die Ringglocke ertönt, wurde er zum Tier auf einmal. Ding, ding, ding. Und dann so. Oh, hat jeden fertig gemacht. Wenn das Match zu Ende war, er gewonnen hat, Ringglocke, wurde wieder behindert. Also übelst krasses Gimmick. Eigentlich heutzutage nicht mehr. Ja, ich wollte gerade sagen, korrekt. Man wird denn der mal gecancelt? Das geht ja gar nicht. Das ist ja Behindertenfacing. Es gab noch Eugene. Kennst du Eugene? Nee. Der war quasi ein Autist.
Der hat so okay. ein, der war ein erwachsener Mann, aber auch mit Bart und langen Haaren, aber war halt so ein Kindergimmick, ne? So, Und war auch quasi so ein bisschen, ja, disabled. Mark Henry, geiler Typ, der war the strongest man und hat auch echt einen Guinness-Buch-Rekord gehabt, okay. Das stärkste Mann der Welt. Der sieht ja auch sehr groß und fett aus. Und es gibt die Geschichte, dass sie mal auf Tour waren und wurden zugeparkt und kamen mit dem Tourbus nicht raus. Von irgendeinem Auto. Und nach so einer Stunde hat Mark Henry gesagt, mir reicht's jetzt, ich gehe jetzt raus, heb dieses Auto weg. Alle Rest, also ja, spinnst wohl. Und er geht raus, nimmt das Auto, schiebt das echt zur Seite und die können weiterfahren. So ein Typ war das, Alter. Ob das echt war? Shawn Michaels habe ich noch mitbekommen, dass es den gab und das war halt auch für mich so ein, der sieht halt aus wie jeder. Der Heartbreak Kid, naja, der hat lange Haare so und hat ein richtig cooles Gimmick. Da haben wir den The Rock, der ist irgendwie sehr weit unten aufgeführt mit seiner Signature, haha, ich habe eine Augenbraue oben und eine unten. Und hier The Miz, das waren seine Anfänge und der war für mich der heißeste Wrestler bis zum Zeitpunkt. Also wenn es so um attraktive Typen geht, Finn Bella und The Miz, übelst geile, heiße Typen. Hast auf jeden Fall die ganzen Wrestler objektifiziert, toll, Tino. Nicht alle. Nur die Hübschen. Aber Rey Mysterio hat sich irgendwie gut gehalten. Ich hatte das immer so im Gefühl, dass der eher so ein Underdog war, aber der ist ja scheinbar irgendwie 20 Jahre immer voll dabei gewesen. Der kämpft bis heute, hat er auch mal längere Pausen, aber der war immer auch im oberen Game drin und hat immer ganz gute auch Ratings, also wurde auch voll angenommen von den Leuten. Ja, also scheint ja dieses Rumge-Akrobate scheint ja gar nicht so unbeliebt zu sein. Ist vielleicht geiler als ich bin so ein ganz Behäbiger. Noch nennenswert ist Kane. Ja. Der war ja der Bruder von Undertaker in der Storyline und der ist später Bürgermeister geworden und ist gerade Bürgermeister von irgendeiner Stadt, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, und hat auch als Logo so eine Flamme, weil er ja auch so mit Flammen immer aufgetreten ist. Als Bürgermeister ist jetzt Bürgermeister von irgendeiner Kleinstadt in USA. Glenn Jacobs. Bürgermeister von Knox. Knox County. Harry Kane. Nee, nicht Harry Kane. Glenn Jacobs heißt er. Ja, aber du hast vorhin gesagt, dass er irgendwie in Rot aufgetreten ist oder genau, so. Genau, also schwarz-rot. Ne? Hier noch in Rot-Schwarz, dann mehr Schwarz, ein bisschen Rot. Weil ich glaube, ich kannte den halt nur so hier. Und da war dann auch einer wieder von vielen. Sein Gimmick war, dass er, also ohne Maske, meine ich. Dass er bei einem Hausbrand entstellt worden ist. Deswegen war er halt, hat er eine Maske getragen. Er wäre ja irgendwie entstellt. Okay. Da wurde er aber irgendwann demaskiert. Und dann sah er halt einfach normal aus. Da war dann die Ausrede, ja, er wurde psychisch nur entstellt und nicht im Gesicht. Alles klar. Der sieht halt schon aus wie, der kommt bei der bei der Dorfstammtischkneipe und sagt hier, endlich sagt's mal einer. Ja, der ist ein Liberaler, also eher so, kann man sagen, so Richtung FDP ein bisschen. Also auch leider pro Waffen, aber sonst hat er auch relativ okay Ansichten. Na gut. Bei Waffen jetzt nicht unbedingt. Der Kane, der Harry Kane. Gibt es auch irgendwelche WWE, also so Theme-Songs, die du in Erinnerung hast, die du Banger findest? Leider nicht mehr so wirklich. Ich weiß, dass es da welche gab, die ich gefeiert habe, aber also wenn ich sie höre, dann so, oh ja, auf jeden. Aber jetzt aus dem Kopf wüsste ich leider gar keins. Ja, ich fände es spannend, trotzdem jetzt auch in die Playlist irgendwie Songs zu packen, irgendwie so zwei Theme-Songs von Spotify, die du geil fandest. Ich höre mal kurz rein, was Sting zum Beispiel hatte. Der hatte keine guten, finde ich. Das waren immer so, das ist auch so WWE. Ah, stimmt, ja, aber man hat immer ein Video von ihm gesehen, irgendwie so genau. Ganz dubioses. Das war echt so The Crow-Anlehnung sehr stark. Ja, es sind halt immer so epische Dinger, aber da soll mal jemand reinkommen mit R-E-S-P-E-C-T. Das wäre halt geil. Es gab, also bekannte Songs gibt es selten. Es gab eine Nummer von Tattoo, All the Things She Said, da kam mal eine Person rein. Sonst sind das eher so eigens komponierte Songs. Also was ich so geil finde, wenn wir die kurz anspielen wollen, ist von Sami Zayn der Titelsong. Das ist der hier. Könnte dir auch gefallen. Es ist halt so ein... Klingt wie eine Werbung einfach. Ist so ein Ska-Song, also gleich. Genau. So, ich habe jetzt hier mal eine Playlist Best Top 10 Greatest WWE Entrance Song Ever. Da gehe ich einfach mal auf die 1 und gucke. Aber das ist Watch Mojo, also was wissen die schon? Ja, Steve Austin hat ja diesen Klassiker. Hm.
Kenne ich nicht, aber klingt wie typisches Wrestling-Intro. Der aber schon so diese Glasscherben am Anfang waren so charakteristisch für ihn. Ja. Müssen leider noch Werbung abwarten. Aber ich bin gespannt, was auf der 1 ist. Ob da überhaupt irgendwas dabei ist, was ich kenne. Ich glaube, sehr beliebt ist auch von Shawn Michaels das Intro. Das ist dieses I'm just a sexy boy. Sexy boy. Da kommt ein Typ in der Unterhose und sagt, ich bin ein sexy boy und alle Männer im Publikum. Bier. Nee, er hat immer lange Hosen an, Shawn Michaels. Na gut. Kurt Engel, geiles Team, auf jeden Fall. Ach, Halt's Maul. Der hat das, okay, also, oh Alter, ich kann dieses Gelaber nicht hören, ich will einfach nur eine Liste. Dann Kurt Engel. Also wer hier Rage Against the Machine als Intro hat, das ist natürlich geil. Aber das ist glaube, von Stone Cold Steve Austin. Nee, das ist... Ach so, das ist das nicht. Nee. Ja, weil die Dreckslarve da drüber labern muss, Alter. Ja, die zeigen die gar nicht bei diesen Videos, glaube ich. Die sprechen nur drüber. Ja, dann ist dumm. Ja, dann halt's Maul, Alter. Geile Werbung. Es gab doch Motorhead, die haben oft Songs gemacht. Motorhead, WWE und so von Triple H haben die Songs gemacht. Einmal dieses Line in the Sand, Evolution. Ja, dauert immer ein bisschen, bis ich anfange. So zum Beispiel CM Punk, ja, habe ich auch jetzt gerade erfahren, stimmt, gibt's ja, habe ich mich erinnert. Aber da gucke ich mir das als kleiner, pubertierender Junge an und denke mir, der heißt CM Punk, der sieht aus wie ein Steuerberater, was will der von mir? Wieso? Steuerberater? Finde ich gar nicht. Doch. Der ist ja erst so ein Straight-Edge-Typ, ne, mit so ganz vielen Tattoos und trinkt keinen Alkohol und keine Drogen zu sich, nimmt nicht mal Schmerzmittel. Alter, okay. Das ist sein Intro, das muss ich natürlich gut finden, das war in San Andreas drin. Stimmt. Edge. Wer ist denn Edge? Kenn ich nicht. Auch geiler Typ. Edge ist hier Platz 1 auf jeden Fall bei Intros. Ja, der war verletzt lange Jahre und kam dann wieder zurück, überraschend. Randy Orton ist okay. Dean Ambrose, stimmt. Was, Dean Ambrose? Alter, warum sieht denn das aus? Das sieht aus wie ein Thumbnail von Mr. Wissen. Ein bisschen, das stimmt. ja, geil. Also, war jetzt nichts dabei, außer das San Andreas-Lied, muss ich sagen. Und John Cena kennt man natürlich auch, ne? Wo ist es denn? Ja, na, John Cena ist wahrscheinlich der bekannteste. Ja, wahrscheinlich. Der ist halt zu Tode gemimt worden. Das hat ja selbst Vincent schon auf Dudelsack gespielt für Quote Quest damals. Ah, hier ist es mit Carlito, hier, genau. I spit in the face of people who don't want to be cool. Ja. Was ist denn Titantrons? Das sind die Filme, die auf der Bühne gezeigt werden. Ach so. Das ist eine Zusammenfassung und ja, so ein Werbeclip quasi. I miss Titantrons, where the wrestlers are actually doing stuff. Also scheinbar ist es heute so, dass das ist nur irgendwelche komischen Poser-Hochglanzfotos gezeigt werden. Manchmal, also je nachdem, manchmal ist es echt nur so Poser. Manchmal sind es auch richtige Konzeptfilme, wo die dann auch so kleine Geschichten erzählen. Aber oftens auch, also meistens kenne ich es auch, dass sie halt so In-Ring-Action zeigen, ne? So ihre Finisher und so. Triple H The Game, also ich gucke hier gerade die Liste durch, ist jetzt nicht so wirklich was dabei, was mir was sagt. Bad News Barrett, ja, es sind einige coole Sachen dabei. Oder The Rock hat auch so dieses If You Smell What The Rock Is Cooking. Dessen Gimmick fand ich immer so verwirrend, der hat immer so die Augen zugemacht und gerochen und seine Catchphrase war Can You Smell What The Rock Is Cooking? Das war immer so, was? Kannst du riechen, was The Rock gerade gekocht hat? Was ist denn das für ein Gimmick? Vor allem er riecht es. Er müsste es ja die ganze Zeit riechen, wenn er es aktiv kocht. Das gibt ja gar keinen Sinn. ist sonst noch was ganz Relevantes passiert in 2007 bis 2011? Naja, man kann auch erzählen, dass es halt diese Roster gibt. Eine Roster sind quasi so, wie kann man das sagen, die Aufstellung der Wrestler, die sie haben. Es waren immer so, weiß nicht, um die 60, nee, wie viel sind es denn immer so? 60 Leute vielleicht, die sie als Superstars haben. Und es gab Zeiten, dann sie halt zwei getrennte Roster. Das heißt, sie haben montags Raw gezeigt, wo dann die Raw-Superstars gezeigt worden sind. Und die andere Hälfte kam dann donnerstags zu SmackDown. Die hatten dann verschiedene Storylines, verschiedene Champions und so weiter. Was genau ist das? Das sind nur die verschiedenen Leute oder steckt da auch eine andere Company dahinter? Oder? Nee, es ist die WWE.
an sich als Oberbegriff quasi, aber sie haben halt verschiedene Autoren dann. Also es gibt dann so. Autoren, aber es spielt auch trotzdem in den gleichen Ringen quasi. Es ist halt, naja, es ist halt, es sind verschiedene Shows. Raw war immer in Rot quasi. Aha. Und SmackDown in Blau. Der hat halt verschiedene Superstars, verschiedene Championship-Gürtel gehabt, verschiedene Kommentatoren. Und das war also ihr eigenes Universum quasi. Aber manchmal gab es auch Überschneidungen, dass jemand rübergekommen ist, hat irgendwie Krieg angefangen. Und es war auch so ein bisschen Patriotismus, das heißt, irgendwie SmackDown Superstars waren stolz, bei SmackDown zu sein. Und Raw by Raw, da gab es einmal im Jahr Survivor Series, da haben die halt die angetreten lassen gegen die verschiedenen, gegen die Konkurrenz quasi. Hm. Ja, geil. SmackDown vs. Raw sagt mir aber was. Ich glaube, so hieß das Spiel, was ich vorhin noch besucht habe. So hießen die Spiele auf der PS2, genau. Ja, aber es gab noch ein N64-Wrestling-Spiel. WrestleMania, ich weiß halt nicht, also das hatte ich halt nie selber, deswegen weiß ich nicht, welches Spiel. Ich glaube, das hier, Warzone. Warzone habe ich gespielt auch, ganz viel, war mein erstes Spiel. Aber konnte man da schon raus irgendwie so, also im Backstage-Bereich? Ich glaube nicht, das war ein sehr limitiertes Spiel. Weiß ich halt echt nicht, welches das war. Aber also WCW, NWO ist das Beste. Da gab es auch nur so 10 Wrestler oder so, also echt wenige. Ja, gut. Wie Goldust, Steve Austin, Bret Hart glaube ich noch, also war echt richtig wenig. WrestleMania. Was war WrestleMania denn? No Mercy gab es noch für die N64, glaube ich. Könntest du gespielt haben. Ja, auf jeden Fall geil. Sting. Hier, guck, da ist doch Sting wieder. Wann haben wir angefangen eigentlich? Wir sind schon wir sind okay, wir sind ne? Gut durch, ja. Aber ich habe noch so viele Themen, die ich gerne sprechen wollen würde. Aber ich finde es auch. Sprich's an. Lass auch limitieren. Ich finde es auch okay, das zu begrenzen. Naja, hast du irgendein Thema, was besonders relevant für den Zeitraum 2007, 2011 ist? Dann. Jetzt konkret nicht. Also man kann halt sagen, für Leute, die Wrestling nicht so kennen, es gibt da verschiedene Zeitepochen, ne? Es gab früher die Attitude-Era. Moment mal, ganz kurz. Heißt der Vince McMahon? Ja, McMahon. Es wurde geschrieben. Vince McMahon. Aber ausgesprochen. Ach so, okay. Ich dachte, ich habe das jetzt immer falsch gehört. Also Man wie Mann, Mensch. Man spricht so aus, Vince McMahon, so vielleicht kann man ganz korrekt sagen, Vince McMahon. Aber eigentlich Vince McMahon, sagen die meisten. Alter, das ist gerade ein richtiger Story-Twist. Genau, und es gibt da verschiedene Äras, ne? Die Attitude-Ära, dann gab es die Ruthless Aggression-Ära mit John Cena, über die wir sprechen sollten eigentlich. Naja, und inzwischen gibt es halt die PG-Ära, sagt man, das ist die kinderfreundliche, so ein bisschen. Was halt sehr schade ist, weil vieles Blut ist nicht mehr erlaubt und so weiter. Toll. Also wo ich das jetzt gerade höre, ne, Blut ist nicht erlaubt. Wenn man sich mal irgendwie japanisches Wrestling anguckt, wo die sich irgendwelche Leuchtstoffröhren in die Schnauze hauen und dann aktiv den Kampf blutend überstehen, das ist schon eine ganz andere Liga. Und ich kann auch sagen, wir haben den Podcast heute echt nur wenn man diesen Eisberg betrachtet, echt nur die Spitze gerade angesprochen, ne? Es gibt noch echt noch Untergründe. Wir könnten noch sprechen über so Hintergrundpolitik, ja. Hintergrund. Es gibt halt auch so richtige Gruppierungen Backstage, die irgendwie für ihre Interessen eintreten. Es gibt den Wrestling Court, ja, wo der Undertaker ein Richter war und wenn es Backstage irgendwie Probleme gab, hat er entschieden, was dann passiert und so weiter. Wenn es irgendwie Streitigkeiten gab. Man könnte sprechen über Verträge von den Wrestlern, dass ihnen zugesichert wird, dass sie halt einen Champion gewinnen dürfen, dass es irgendwelche Klauseln gibt und ja, man kann über alles sprechen. Die Wellness Policy, dass man keine Drogen nehmen darf. Also man kann über so viel bei Wrestling sprechen. Man bräuchte 10 Stunden Podcast, um alles zu besprechen. Meinst du da, das ist eigentlich so ein saferes Ding? Also dafür, dass da halt dieses ganze Testosteron rumläuft und so, ist das wahrscheinlich halbwegs, wie sagt man, weiß, Alter, sündenbefreit. Weißt du? Was meinst du? So habe ich den Eindruck zumindest, wenn du jetzt sagst hier mit Wellness und Health Policy und ach so. Und, also ja. Weißt du, jetzt haben man hat zum Beispiel was auf dem Papier Unschuldiges wie Politik, wo dann alle heimlich Backstage sich einen reinkoksen und hier bei Wrestling, wo alle sich auf die Schnauze hauen und prügeln, da gehen die nachher halt ihren Smoothie trinken und ins vegane Restaurant und weißt du, schlafen um 8. So. Kann man fast so sagen, also sie dürfen eigentlich dürfen nicht kiffen, keine Drogen konsumieren, auch kaum Alkohol trinken und es gab dann auch eine Zeit lang richtig Tests, so willkürlich, dass sie sich testen mussten und wer halt dreimal durchfällt, wird halt gefeuert. Bei einmal gibt es eine Suspendierung von 30 Tagen, dann 90 Tagen und so weiter. Und leider gibt es eben auch die Fälle von Leuten wie Brock Lesnar, die durchgefallen sind, aber aufgrund ihres Status eben nicht suspendiert worden sind. Mit der fadenscheinigen Begründung, ja, er ist ja nur Teilzeit-Wrestler und so, kein Vollzeit, deswegen kann man ihn nicht so belangen wie andere. Von dem habe ich noch nie was gehört. Brock Lesnar? Ja. Und der ist in der Zeit, über die wir jetzt sprechen sollen, war er sehr krass gehypt und war so the next big thing, durfte viel gewinnen,
ist eine sehr schwierige Person, weil er auch oft das Skript halt bricht und sein eigenes Ding macht. Aber er ist auch sehr populär. Nie Und er so. war derjenige, der Undertaker zum ersten Mal bei WrestleMania besiegen durfte. Also er ist halt ein echt, wurde echt groß Auf aufgebaut. jeden Fall guter Stirnacken, Alter. Was geht denn da ab mit den Schulterblättern? Das ist ja abartig. Ja, aber er ist halt echt sehr zwiegespalten. Also ich finde ihn auch sehr cool. Er hat auch schon Aktionen gebracht, wo ich bedenke, na, das war nicht so cool. Naja, gut, dann sind wir erstmal durch, meinst du? Da sind wir Oder? durch. Also es ist echt nur so, wir haben das Thema nur angekratzt. Ich könnte noch darüber 10 Stunden sprechen, aber es reicht ja auch mal. Und ich werde euch im regulären Brennpunkt auch auf dem aktuellen Stand halten, wenn krasse Dinge passieren. Gibt es auch eine kleine Ja, Wrestling-Rubrik. Was ist das gerade stimmt. passiert? Also der normale Brennpunkt, weißt du, wenn wir 10 Brennpunkte gemacht haben, ist ja auch schon wieder ein Brennpunkt Horror und Wrestling zusammen quasi durch deine Ist so, ist so. Wrestling-Segmente. Ja. Auch wenn es kurze sind. Ja, sehr nice. Also es war schön, mal wieder in dieser Nostalgie zu schwelgen und vielleicht gucke ich mir auch noch eins, zwei Sachen an im in der Nachbearbeitung, ja. Aber ja, also aktiv jetzt so ein Wrestling-Match verfolgen oder so ein Tournament bin ich trotzdem noch nicht so wieder drin und wird vielleicht auch nicht mehr passieren. Ich mache jetzt noch von, ich, wenn du auch Lust hast, mache auch gerne noch einen Song in die Playlist rein. Ich mache jetzt von Evolution. Das war das Tag-Team oder das Team von Triple H mit Ric Flair, Randy Orton, Batista und Triple H. Und die waren so ein Generationending, ne? Der Jüngste und auch der Älteste, Ric Flair, so ein Querschnitt durch die letzten Epochen, machen wir jetzt ein Tag-Team, Evolution. Und die hatten ein richtig geiles Theme-Song von Motorhead gemacht. Und der kommt in die Playlist und der Song heißt Line in the Sand. Richtig geil. Ja, und ich nehme auch auf jeden Fall den wichtigsten und besten Wrestling-Song vom besten Wrestler auf der Welt von Booker T. Green Onions, natürlich. Was, Green Onions heißt der? Hater würden sagen, es ist nicht der gleiche Booker T, Ach aber es so. ist ein Banger-Song. Muss ich kurz gucken. Green Onions. Booker Den T. kennst du garantiert Ist auch, den aber Song. nicht der Wrestler, auch Nein, schade. natürlich nicht. Schade, weil der hat einen richtig geilen Theme-Song gehabt. Hätte mich Ja, aber gefreut, wenn das du ist ihn besser. reinmachst. Das ist ein Brett. Okay, dann Booker T und ich hab wieder vergessen, was ich Green reingemacht habe. Onions heißt das Green Lied. Onion, genau. Super geil. Es läuft auch im Startbildschirm von Skate 1. Ist schon eine richtig lange Playlist geworden. Ich bin falsch, hier ist die richtige Playlist. Hört rein, Brennholz unter Musik bei Hör mal rein Spotify. hier, das kennst du, garantiert. Ach so, okay. Banger. Ah ja, klar. Gut, Leute, in diesem Sinne machen wir die Musik aus, denn die andere Musik ist an. Ja, vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, dass David auf seine Kosten kam. Wir machen gerne noch einen Brennpunkt zum Thema Wrestling, wenn ihr euch einen wünscht und kauft. Ich hätte Bock drauf. So machen wir das. Aber ich muss dann vorher vielleicht nochmal das Spiel spielen oder irgendwie mich dann nochmal anders damit auseinandersetzen. Lass gerne mal so ein Wrestling-Livestream machen, wo wir das einfach zocken zusammen. Einfach Klar. so ein Ich meine, Podcast. wenn es so ein Bonus-Stream ist, ist es auch okay, wenn wir den Bildschirm einfach abfilmen. So mit einer Sicher? zweiten Kamera. Das ist jetzt auch nicht so ranzig, Kennen das wir nicht Bildschirm. Menschen, die eine Capture Card vielleicht haben könnten? Maybe. Ich muss überlegen. Also so PlayStation kann ich ja in den PC reinmachen, aber N64 zum Beispiel Dann PlayStation. Ich schwierig. kann auch für PS2 noch Spiele mitbringen, wenn du noch eins hast. PlayStation 2 müsste. Nee, warte. Wenn PlayStation 2 hat das schon HDMI-Ausgang, Alter, weiß ich gar nicht. Egal, Weiß ich guck nicht. mal. Guck mal in Wir Ruhe. quatschen mal erstmal Die Musik ist ja offline. längst schon angewiesen. Die ist schon wieder ausgegangen, so an war die. Scheiße, scheiße. Gut. Bis Sonntag. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.